Wir sind Leonie und Garrett. Seit Anfang 2022 leben wir in unserem Bulli T4 Campervan. In diesem Video verschlägt es uns in die einsame Wildnis Schwedens. Dabei machen wir einige spannende Entdeckungen. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Scheiß? Nö. Doch, jetzt. Guck mal, warte. Läuft er? Ja. Ich finde das voll beruhigend. Auch. Einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Du hast heute Morgen schon geduscht? Ja, Gerrit hat mir geholfen. Wir haben Wasser aufgekocht und ich habe Haare gewaschen. Also ich habe nicht richtig Körper geduscht, sondern nur Haare gewaschen. Das war wirklich, wirklich mal wieder fällig. Und nur zudem, falls ihr jetzt euch fragt, ja, das ist biologisch abbaubare Seife. Also das benutzen wir meistens einfach in der Natur, um die Natur zu schonen. Genau, so ist es. Ja, wir sind eifrig schon dabei. Wir werden gleich frühstücken, Sachen packen und dann geht es auch schon weiter Richtung Schweden. Ja, über die Grenze. Mal gucken, ob es leichter wird als letztes Mal nach Norwegen. Also unser Kühlschrank ist normalerweise auf 4 Grad eingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber er hat jetzt aktuell 2 Grad. Und wir haben da nichts gemacht, also entsprechend heute Abend, heute Nacht war es kalt. Boah, die ganze Linse beschlägt schon. Van ist gepackt, Frühstück ist zu Ende und jetzt geht's weiter. Nach Sweden! Yeah! Übrigens, wir sind gerade richtig gut drauf. Wir sind richtig gut gelaunt, denn wir haben gerade eben etwas ganz Besonderes gebucht. Und zwar Flüge an einen sehr, sehr speziellen Ort. Wir werden nicht verraten, wo es hingeht, aber in den nächsten Wochen haben wir ein ganz besonderes Reiseziel. Also es geht hier eifrig weiter mit der Jagd nach neuen Horizonten. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wo es uns hin verschlägt demnächst. Also bleibt gespannt. Nö, und anscheinend ist das ja schon Sverige. Wir sind in Schweden. Wir sind in Schweden, das war ja einfach. Das war ja extrem. Sofort hat sich die Farbe von der Straße geändert, jetzt ist sie rot. Oh ja, stimmt. Na gut. Oh, warte, was kommt da vorne? Doch nochmal anhalten. Ah, jetzt kommt hier das Richtige, okay. Wir sind zwar schon in Schweden, aber jetzt kommt hier. Goods to declare. Haben wir ja nicht. Nee, ja, wenn nicht, ne? Bier ist schon ausgetrunken. Also, wir haben es geschafft. Wir sind in Schweden angekommen und ja, das war einfach. Das war nicht sehr kompliziert. Da hat niemand gearbeitet. Keine Passkontrollen, gar nichts. Aber ist ja auch innerhalb von Skandinavien, ist wahrscheinlich deutlich entspannter. Ja. Jo, alles klar, weiter geht's. Ja, das sieht doch cool aus. Wow, ist der geil, der Spot. Boah, was für ein Ausblick, oder? Schön. Das nenne ich mal Haus am See. Richtig schön, ey. Richtig schöner Spot, oder? Boah, das ist so schön hier. Hier ist sogar eine Feuerstelle. Ja. Also theoretisch können wir hier sogar Feuer machen, direkt am Wasser. Voll schön hier.
Echt schön. Das ist so richtig schwedisch. Willkommen richtig, in Schweden. Ja, so richtig willkommen in Schweden. Wunderschöner See mit einer kleinen Insel sogar. Und überall Wald und wir stehen ja direkt an einem See. Also Fjorde sind schon cool, aber Schweden hat auch was mit seiner Seelandschaft. Ja, was hältst du davon, wenn wir gleich die Räder abschnallen und eine Runde Rad fahren? Richtig geil, denn wir saßen jetzt 2 Stunden im Auto und ich bin gefahren und meine Beine müssen ein bisschen bewegt werden. Ja. Also finde ich voll cool. Oh, ich freue mich voll hier zu sein. Ich freue mich morgen hier auch aufzuwachen. Richtig schön. I've been taking morning slowly. Waking up with the sweet sound of the birds. Reading books and sipping coffee. I forgot how much I love getting lost in words. Well, it took us a while to get here. It took the world falling apart. But maybe we needed to take a step back to remember. Überall, in welches Land auch immer wir reisen, treffen wir die einheimischen Tiere. Du siehst aus wie so ein Bär oder so ein bisschen wie so ein Ewok von Star Wars. Wir sind wieder am Van angekommen, aber nur als kleinen Zwischenstopp, denn auf dem Weg haben wir einen richtig geilen Spot gefunden. Und zwar so ein Vorsprung und da sind so Felsen und da geht es ganz tief runter in den See. Und wir denken, dass eventuell, wenn es in diesem See Fische gibt und die zufällig heute hungrig sind, dann werden sie vielleicht dort sein. Also haben wir jetzt gesagt, wir fahren zurück. Also sind noch mal ein bisschen weiter gefahren. Also wir hatten jetzt eine richtig schöne Fahrradtour. Aber sind wieder zurückgefahren und wollten uns die Angeln mitnehmen, denn wir werden versuchen, einen Fisch zu fangen. Und wenn das funktioniert, dann wollen wir heute Abend auf dem Feuer eine Tagine machen. Wenn das funktioniert, kann auch sein, dass wir keinen Fisch fangen. Ist natürlich auch eine Option, aber es wäre auf jeden Fall richtig geil. Und ihr habt ja gesehen, wir haben gerade eben ein paar richtig spannende wilde Tiere auf unserer Fahrradtour entdeckt. Unter anderem diese Bauernhofkatze. Danach haben wir auch noch ein Reh gesehen, was im Gebüsch rumgegeistert ist. Und das absolut geilste gerade eben war, das haben wir leider nicht auf Kamera festgehalten, wir sind an der Straße lang gefahren und plötzlich wie aus dem Nichts, nur 4-5 Meter von uns entfernt, fliegt ein wahrscheinlich großer Mäusebussard entlang. Der ist dann zwischen den Bäumen entlang geflüchtet. Der hat sich wahrscheinlich von uns irgendwie bedroht gefühlt, aber das war unfassbar. Flügelspannweite von bestimmt 1,50 und man hat richtig schön diese gelben Klauen gesehen. Das war schon ein krasses Erlebnis gerade. Echt schön. Und da ist ein Eichhörnchen. Was ist denn hier los? Was wir alles erleben. Jetzt ist er ruhig. Da. Hungry for the road all my life. Thirsty for adventure all my youth. Chasing all my freedoms down Liberty Avenue.
phrase my mother used to say to me. Everything happens for a reason. I get the feeling I need a little taste of home, home, home. Just a little taste of home. Gut, wir haben jetzt ein bisschen hier geangelt. Aber um ehrlich zu sein, im Wasser war eigentlich jetzt nicht so viel Leben. Dafür aber mal wieder an Land. Da oben saß die ganze Zeit so ein kleiner Buntspecht oder so und hat ordentlich Lärm gemacht und auf der Trommel rumgetrommelt. Das war echt süß. Und danach ist ein kleines Eichhörnchen hier vorbeigelaufen. Also echt verrückt, was wir in der kurzen Zeit Schweden jetzt schon alles an Wildtieren gesehen haben hier. Voll schön. Ist einfach so ruhig hier. So ruhig, dass es gefühlt stört es die Tiere gar nicht, dass man hier ist. So, die kennen die Menschen gar nicht. Die sind so, es gibt so wenig Menschen hier. So, Mensch, huh, wer bist du denn? Was ist das? Ja. Die sind richtig entspannt hier. Ja. Nur die Fische nicht. Die haben keinen Bock. Die haben keinen Bock. Okay, kurze Planänderung. Wir sind wieder zurück am Van angekommen und eigentlich wollten wir ja ein Feuer machen, weil hier so eine richtig schöne Feuerstelle direkt am Wasser ist. Und wir halt direkt einen Wald haben, wo wir Feuerholz sammeln könnten. Aber uns ist aufgefallen, wir sind jetzt doch ein bisschen spät dran, denn der Sonnenuntergang ist gleich. Und dann müssten wir halt das Feuer im Dunkeln machen und auch im Dunkeln kochen. Und oh, den Stress wollten wir uns jetzt nicht machen, weil dieser Ort ist so schön. Diese Ruhe ist einfach, es ist der Hammer. Deswegen haben wir gesagt, ey, lass einfach uns zu den Campingstühlen hier hinsetzen, ein kleines Bierchen trinken und den Sonnenuntergang genießen. Also einfach mal gar nichts machen, sondern nur den Sonnenuntergang angucken. Und sich halt unterhalten mit ein bisschen Musik, also ganz entspannt. Und wir sind ja noch länger in Schweden. Vielleicht werden wir nochmal woanders ein kleines Feuerchen machen und dann Tagine drauf kochen. Aber heute werden wir es in Van kochen. Und jetzt genießen wir einfach die Abendsonne. Und morgen werden wir Pilze sammeln. Das ist der Plan. Also der Wald hier sieht einfach perfekt aus für Pilze. Deswegen haben wir gedacht, lass einfach morgen nochmal ein paar Pilze sammeln. Mit Glück finden wir ein paar. Aber wie gesagt, ich kann nur Steinpilze erkennen und eventuell Pfifferlinge. Aber da müssen wir nochmal nachfragen. Zauberpilze. Ja, Zauberpilze. Every time I hear a song, my father used to sing to me. Dankeschön. Dankeschön. Sweet. Oh, was machen wir? Drei bedeutet eins. Yes. Skull. Skull. Wir sind jetzt langsam in den Van gegangen, weil es draußen kalt wird und wir müssen ja jetzt noch was zu Abendessen kochen. Heute gibt es eine Tagine, mal wieder nach langer Zeit. Eigentlich wollten wir eine Fischtagine machen, aber die Fische wollten heute nicht. Deshalb gibt es, wie früher auch, eine schöne, gute Gemüsetagine. Ready. Die ist ready und mal wieder viel zu voll. Quatsch, das passt. Weiß ich nicht, ob das passt. Gerade so. Gerade so. Feuer an und los geht's. Just bought my ticket, I pick up the phone. Es ist soweit. Die Tagine ist fertig. Die ist ready. Ohne Deckel ist heiß. Tada! Yummy, 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 yummy. Sehr gut. Schatz, wir haben die Erbsen vergessen. Perfekt, los geht's. Dazu haben wir uns hier Brötchen aufgebacken. Tada! Wir müssen ja irgendwie improvisieren. Ja. So, das gibt's jetzt und dann geht's ab ins Bett. Up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if
I could walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side on the last day of July in a cloudy southern sky. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Schönen guten Morgen. Ich glaube, einer der schönsten Dinge am Vanlife ist die Stimmung, die man mitten in der Natur erlebt, und gleichzeitig hat man den gewissen Komfort. Also das ist echt eine wundervolle Sache. Und Leonie hat gleich auch schon die Stimmung heute Morgen genossen und ist im See baden gegangen. Oh, ist kalt. Ja, das ist Leben. Das ist Natur pur. Voll schön. Wir werden jetzt den Tag beginnen. Ich werde meine Atemübung machen, vielleicht ein bisschen bewegen, Sport, mal sehen. Und dann frühstücken wir mal, oder? Ja, ich mache Frühstück drin. Ja, schön. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. So. Atemübung ist zu Ende. Man fühlt sich jedes Mal danach einfach wie neu geboren. Richtig, richtig gut. So einen klaren Kopf. So ähnlich wie Kaltbaden. Einmal so, einmal alles ausatmen, den Kopf entleeren. Keine Gedanken, keine Zukunft, keine Vergangenheit, alles im Jetzt. Es tut echt gut. Und als grünen Abschluss gibt es jetzt erstmal ein Bad im kalten See. Bevor es weitergeht, möchte ich euch einmal kurz unsere Zahnbürsten vorstellen. Denn jeder kennt es, morgens und abends immer tüchtig Zähne putzen. Und wir nutzen schon seit längerem elektrische Zahnbürsten eher als normale, da diese einfach 10-mal mehr Zahnbelag entfernt als die normale Zahnbürste. In diesem Zuge wollte ich euch einmal die O-Clean Flow Sonic elektrische Zahnbürste vorstellen. Und zwar handelt es hier um eine besondere Zahnbürste, denn die hat eine 2500 mAh Batterie drin, weshalb man sie mit nur einmal aufladen, und zwar mit einem USB-Typ-C-Kabel, einfach 180 Tage lang hält. Also diese Zahnbürste, die zieht einmal auf und dann hält sie ein halbes Jahr. Was wirklich sehr praktisch ist, wenn man in einem Van unterwegs ist, wo mit nur einer Solarpaneele, und wenn es hier in Norwegen und Schweden halt wirklich bewölkt ist, hast du halt nie ein Problem, Zähne zu putzen. Das ist wirklich cool. Zusätzlich hat sie auch 5 verschiedene Modi. Also einen Modus, um morgens Zähne zu putzen, einen Modus für den Abend, einen Standardmodus, einen Aufhellungsmodus, um bestimmte Verfärbungen wie von Kaffee oder sowas wegzukriegen, und einen sanften Modus. Dazu kommt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser O-Clean Zahnbürste wirklich echt gut ist, denn man kriegt sie für 30 Euro, was wirklich ein guter Preis ist für die Leistung, die sie machen, die sie bringt bei den aktuellen elektrischen Zahnbürstenpreisen. Also dafür ist es wirklich ein guter Preis. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, von einer manuellen Zahnbürste auf eine elektrische vielleicht umzusteigen, dann könnt ihr mal hier unten in der Videobeschreibung den Link auschecken. Und zwar kommt ihr da direkt zu O-Clean, und ja, viel Spaß mit dem Zähneputzen. Bei mir in der Küche gibt es jetzt, habe ich schon Frühstück gemacht, und zwar eigentlich nur mit Resten. Also uns ist aufgefallen, oder mir ist heute Morgen aufgefallen, dass wir irgendwie gar nicht mehr so viel Essen haben. Aber das sollte reichen, und eigentlich ist es genau dasselbe wie immer, außer ich habe heute Vanillesoße drauf gemacht. Warme Vanillesoße. Und dazu ein Käfflein, und ich habe Garrett Tee gemacht. Also, wir werden jetzt frühstücken und sehen uns danach. So, Frühstück ist fertig. Wir wollen jetzt einmal kurz da nach hinten gehen. Und zwar in den Wald rein. Ich hoffe, also irgendwie sah es gestern sehr gut aus zum Pilze sammeln. Jetzt bin ich mir irgendwie nicht mehr so sicher, aber wir werden auf jeden Fall mal da lang spazieren. Ich habe ein Beutelchen dabei, und im Beutel habe ich Pilze. Meine Hühner.
Heißt, wir werden auf gut Glück ein paar Steinpilze sammeln und Pfifferlinge, aber da muss ich Pitti nochmal Bilder schicken und fragen, ob es wirklich ein Pfifferling ist. Aber mal gucken, schaffen wir hoffentlich. Boah, also schau dir den mal an. Ein erster großer. Der sieht doch gut aus, nimm den noch mit. Der verfärbt sich aber nicht blau, wenn man ihn drückt. Ich glaube nicht, dass es ein Steinpilz ist. Es sieht zwar aus wie ein Steinpilz, aber ich glaube nicht, dass es ein Steinpilz ist. Vielleicht ist es eine Marone. Lass mal erstmal googeln, wie die aussehen. Ja, wir sind ja wieder die Profis am Werk. Kinder nicht nachmachen. Dagegen sind die Lamellen rosa bis braun. Der ist tödlich, Schatz. Also den nehmen wir nicht mit. Nein, den nehmen wir nicht mit. Nee. So. Okay, wir haben noch mal kurz uns zurückgezogen, um eine ausgiebige Beratung vorzunehmen. Da krabbelt eine Spinne auf der Linse. Hier. Macht doch nichts. Oh ja, was machst du denn da? Oh, sie salzt sich ab. Okay, und jetzt gehen wir wieder in den Wald und gucken, ob wir irgendwas Essbares finden. Genau, den wir gerade eben gesehen haben, der ist nicht essbar. Also der ist nicht giftig, aber der ist auch nicht genießbar. Also werden wir weiter suchen. Und jeden, den wir finden, werde ich nochmal meinem Papa ein Bild von schicken und fragen, ob es der richtige ist. Ja, also die Verantwortung liegt jetzt bei dir, Waldemar. Sieht eindeutig aus wie eine Fliegenpilzmarone. Riecht der gerade so aus der Erde raus? Ich glaube schon. Wie süß ist das denn? Der macht sich gerade nach oben. Der bewegt sich gerade von unten nach oben. Der bricht gerade hier durch die Erde raus. Bricht einmal so aus dem Moos raus. So, hi, it's me, I'm here. Hier ist eine Hütte. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir es aufmachen. Das ist eine Toilette. Das ist Klo. Das ist ja gut. Schön. Gut. Weiter geht's. Weiß eigentlich jemand von euch, ob man, also soweit ich weiß, kann man ja in Deutschland am besten Pilze im Herbst sammeln, ne? Ja. Weil es so viel regnet. Im Sommer ja nicht so. Wie ist das denn in Schweden? Kann man hier das ganze Jahr über Pilze sammeln oder auch am besten nur im Herbst? Bestimmt auch nur im Herbst, aber vielleicht schon eher Spätsommer. Weil ich glaube, der Herbst ist ja bei uns später. Ich glaube, hier ist der Herbst schon früher. Ja. Also theoretisch können wir, glaube ich, jetzt schon auch schon welche. Wobei Pete und Daniel ja schon im Sommer, also im richtigen Sommer, Pfifferlinge gesammelt haben. Ja, vielleicht wachsen Pfifferlinge anders. Ja, vielleicht weiß das ja nicht. Einer von euch. Schreibt das mal hier unten rein. Das wäre spannend zu wissen. Wir wissen nämlich nicht so viel über Pilze. Wir brauchen mal so ein Pilzbuch. Ja. Das wäre voll geil. Ich kann nur Steinpilze. Ja. Aber keine Sorge, wir machen hier nichts Blödes. Also wenn wir jetzt einen Pilz finden, wo wir nicht wissen, was es ist, dann werden wir den natürlich nicht essen. Also auch wenn wir das hier ein bisschen mit Spaß mal sehen, wir kennen schon den Ernst der Lage. Also das, da achten wir schon drauf. Wir schicken das meinem Papa. Genau, wir holen uns die fachliche Kompetenz und Beratung ein, bevor wir hier irgendwas in unseren Körper reinschieben. Oh ja, das sieht echt gut aus. Das sieht gut aus. So eine Pilzwiese. Na, guck mal hier. Oh. Das ist aber nicht essbar. Der sieht gut aus. Die immer am schönsten und am größten sind, die sind immer meistens am leckersten, ne? Ja. Also ich selbst weiß nichts über Pilze, was man genau essen kann und was nicht. Aber Pilze an sich sind ja voll interessante Organismen, habe ich gehört. Weil das eigentliche Lebewesen steckt ja unter der Erde und kann halt echt riesig werden. Und oben guckt halt nur so ein Fleischkörper raus. Und die sind wirklich sehr, sehr interessant. Also auch von der Nervenstruktur und Kommunikation, wie so ein Datennetzwerk, wie sie sich mit allem vernetzen im Wald. Und auch Sauerstoff atmen und kein CO2. Also genauso wie Menschen oder wie Tiere eigentlich. Das sind hochinteressante Lebewesen. So, wir sind jetzt seit ungefähr 20 Minuten am Suchen und wir sind den ganzen Wald hoch, waren da bei solchen Steinen, also war sehr steinig, da gibt es keine Pilze, sind wieder runtergelaufen an eine andere Strecke und also ich weiß nicht warum, aber in diesem Wald gibt es echt wenig Pilze. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Zeit, vielleicht sind wir doch zu früh dran. Also wir sehen halt richtig viele Pilze, sehen wir halt so. Heißt, die sind gerade erst so geschlüpft. Sie brechen gerade erst aus der Erde raus. Heißt, vielleicht sind wir zu früh. Vielleicht, weiß nicht. Ich habe auch keine Pfifferlinge gesehen. Also selbst Pfifferlinge habe ich auch nicht gesehen. Und ich weiß, dass Pietje und Daniel haben schon vor einem Monat Pfifferlinge gesammelt. Also, weiß ich nicht. Irgendwie. Vielleicht waren die auch einfach hier und haben alle mitgenommen. Ja, vielleicht waren sie genau hier und haben einfach schon alle weggenommen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit diesem Wald los ist, aber ich finde nichts. Auch keine Steinpilze. Also der einzige Pilz, den wir finden, ist so ein giftiger. Schade, weil der Wald sieht einfach perfekt aus. Und ich weiß, letztes Jahr war ich im Oktober mit meinem Vater Pilze sammeln, bei uns zu Hause in der Heimat. Und hey, wir haben so viele gefunden. Also da waren so alles voll. Hier nicht, weil es ist noch nicht die Zeit. Ist halt
Wir brechen gerade erst durch. Ist wie beim Muscheln sammeln, der Spot. Ja, oder nicht der Spot. Vielleicht müssen wir einfach nochmal... Wir sind ja jetzt in Schweden, also wir werden bestimmt noch mehrere Wälder abchecken. Aber ich würde gerne mal eine Pilzpfanne mit frisch gesammelten Pilzen. Hätte ich schon gern. Na ja, dann lass noch Feuerholz sammeln. Wir haben hier noch ein anderes Projekt für heute. Hey, hier ist einer. Das ist auf jeden Fall ein Pilz, den man essen kann. Keine Ahnung, aber der ist auf jeden Fall... Das ist der mit dem weißen Stiel und mit dem braunen Käppchen. Der ist glitschig oben und ich habe irgendwie gelesen, dass Maronen so unglitschig sein können. Aber irgendwie hat er so einen ultra weiten Stamm. Ja, aber der ist gut. Meinst du? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter. Ich würde sagen, der ist... Nee, der ist nicht gut, Schatz. Warum nicht? Weil der hier, der, das ist so ein, das ist rosa. Das ist nicht so, der macht nicht so blau. Ich glaube nicht. Huch. Sieht nicht aus wie die Steinmütze, die ich mit Papa sammle. Ist das der? Sieht so aus, ne? Der ist so hart. Steinpilze sind viel weicher hier unten. Nehmen den erstmal mit und dann frage ich meinen Papa. Mitnehmen können wir den. Lass doch nochmal hier in der Gegend gucken, wenn wir den hier gefunden haben. Was ist das denn hier? Der hier ist, glaube ich, giftig. Ja. Oder? Ich glaube auch, dass der giftig ist. Macht so einen giftigen Eindruck. Ich glaube auch. Da ist nämlich noch so einer von denen. Ich habe einen gefunden. Also bin mir sehr sicher bei dem, aber natürlich checken wir trotzdem nochmal. Aber der sieht auf jeden Fall gut aus. Ob es jetzt eine Marone ist oder ein Steinpilz, weiß ich nicht, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Nur komisch finde ich, dass sie sehen alle so aus, als ob sie gerade erst rausgekommen sind. Sie sehen alle noch so frisch aus. Sind sie wahrscheinlich auch. Aber eigentlich, wo einer ist, müssten auch andere sein. Aber irgendwie das ist so. Vielleicht zu früh einfach. Ja, irgendwie sehe ich nur eine immer. Guck, der sieht noch so ganz frisch aus. Und vielleicht ist er deshalb auch so hart. Ja. Sind die auch überhaupt schon reif? Riecht auf jeden Fall gut. Wir sind beide in den Van zurückgeflüchtet, denn eigentlich wollten wir jetzt draußen ein kleines Feuerchen machen, aber irgendwie wurde es dann doch ein bisschen windiger. Wir warten jetzt mal ab. Vielleicht legt sich der Wind nochmal, das wäre ganz cool, weil bei Wind Feuer machen ist nicht so eine gute Idee. Deswegen warten wir noch ein bisschen und während wir warten, mache ich einen Teig fertig, denn ich backe heute Zimtschnecken. Richtig geil. Habe richtig Bock drauf. Richtig lecker. Und das machen wir aber jetzt alles ganz gemütlich hier im Van. Machen uns eine Kerze an vielleicht. Und Garrett wird auch währenddessen Teig machen. Und zwar einen Brotteig. Und cool wäre es halt, wenn wir das dann auf die Glut stellen könnten. Oder eventuell halt auf Kohle. Wir haben auch Kohle dabei. Es wäre geil, wenn der Wind nochmal aufhört. Dann könnten wir nämlich Brot backen. Okay, Brot backen. Draußen zumindest wird jetzt erstmal nichts. Nee. Ja, müssen wir wohl drin machen, aber egal. Boah, vielleicht hört es ja. Runter. Ja, es zieht jetzt richtig rüber. Vielleicht hört es ja gleich auf und dann können wir doch nochmal rausgehen. Aber naja, das Feuerholz ist jetzt natürlich auch nass. wir haben ja zum Glück ein bisschen Kohle mit für den Dutch-Ofen. Dann wird es halt gleich Zimtschnecken nur. Die ganzen Teige, was ist der Plural von Teig? Teige oder Teigs? Ich würde sagen Teige. Teige, ja. Deutsch-Unterkurs. Die müssen sowieso ja vor sich hinziehen, also die müssen eh noch aufgehen. Deshalb, das bereiten wir jetzt vor und dann schauen wir mal, wo wir alles backen werden. So, der erste Teig fliegt hier schon durch den Wagen. Irgendwo habe ich da was hingeworfen, aus Versehen. Das ist der Zimtschneckenteig und ich habe hier den Brotteig. Mal sehen, wie das wird. Der ist noch ein bisschen zu flüssig. Woke up this morning with the sunrise in my eyes. Just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. Und
Und während jetzt die Zimtschnecken schon im Ofen sind, werde ich mich um unseren zweiten Ofen kümmern, nämlich unseren Dutch Oven. Da habe ich aber leider gerade eben was nicht so Schönes entdeckt. Und zwar scheint es, dass wir durch ein bisschen Feuchtigkeit hier eine kleine Rostnummer jetzt haben im Ofen. Das ist natürlich Gusseisen, das rostet halt schnell, wenn Wasser drin steht. Aber ist kein Problem, wenn man T4 fährt, dann kennt man sich mit Rost aus. Deshalb werden wir jetzt erstmal Rost entfernen. Power. Jetzt regnet es, geil. Und das zweite Backprojekt ist fertig, und zwar tada! Unser Brot ist fertig und jetzt gucken wir mal nach, ob wir das hier gelöst bekommen und hoffentlich nicht so schwarz ist. Ja, also es ist raus, aber ja, wie soll man sagen, also ich habe hier so einen Ring noch mit eingebaut, weil das ist eigentlich der Rost, der das Brot so ein bisschen vom Boden abhalten soll. Nur der Teig ist da durchgesickert. Naja, man soll es auch nicht direkt unter das Brot machen. Naja, aber... Also wenn, dann machen wir noch irgendwie Backpapier dazwischen, Schatzi. Ja, das machen wir immer ohne. Und jetzt müssen wir den natürlich da rausfiletieren. Aber der hält dann echt gut. Also fällt nicht auseinander halt, ne? Aber es ist jetzt ein Walnussbrot übrigens geworden. Ich habe da Walnüsse reingemacht und noch so eine Geheimzutat. Und auch noch Liebe. Aber Geheimzutat verrate ich nicht, weil das darf Leonie nicht wissen. Sonst isst sie das nämlich nicht mit Nutella. Was hast du da reingemacht? Erdnussbutter? Nee, italienische Kräuter. Oh, lecker. Ich habe es ein bisschen deftiger gemacht. Also man ist eher ein Brot zu was Salziges, nicht so für was Süßes. Mal gucken, naja, ob wir das hier wir versuchen das dann mal da rauszukriegen, dieses Teil, ne? Ja. Also irgendwie müssen wir im Omni noch mal lernen zu backen, denn alles, was wir dann backen, wird zu knusprig. Also aber viel besser als zu matschig, oder? Ja, stimmt. Aber irgendwie müssen wir das doch noch mal dran arbeiten. So, das Brot werden wir jetzt essen, werden es uns gemütlich machen im Bett. Ein bisschen Aufschnitt haben wir noch und dann werden wir auch schlafen gehen. In dem Sinne, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Regen hat endlich aufgehört. Es war echt gestern nur noch am Regnen. Also leider Brotbacken mit dem Dutch Ofen war nicht drin. Das haben wir dann in einem anderen kleinen Ofen gemacht. Und ja, heute hat es aber aufgehört und es ist auch deutlich wärmer. Also wir haben bestimmt so 15 Grad, was sehr warm ist im Vergleich zu 4, 5 Grad nachts. Sehr, sehr schön. Baby, we can change our world around. So, das sind noch die übrigen Reste von unserer Backzeremonie gestern. Und wir haben noch einen rohen Teig, den müssen wir auch noch aufbacken. Jo, davon habe ich jetzt ein paar Brotstücke kleingeschnitten. Und die werden wir jetzt hier Arme Ritter-Style mit ein bisschen Ei und ein paar Gewürzen einfach in der Pfanne braten. Yummy! Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja, wir sind schon eifrig dabei, den Van zusammenzupacken, denn wir wollen heute noch weiterfahren. Hier ist das Wetter jetzt die nächsten zwei Tage echt blöd, also es soll jetzt auch regnen und ach, wir haben eigentlich wenig Lust auf Regen in so einem kleinen T4. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir noch weiter, ein bisschen weiter Richtung Süden und da soll das Wetter besser sein. Wir haben auch schon Destination, aber da wollen wir erst in zwei Tagen sein. Ja, aber dieses Video endet jetzt damit auch, denn wir werden jetzt losfahren und damit beginnt das neue Video, was ihr dann erst nächste Woche seht. Jawohl, also einschalten, dabei sein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Vergesst auf keinen Fall, den Kanal zu abonnieren. Und bitte gebt uns einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat oder generell die anderen Videos von unserer Norwegen-Schweden-Reise. Also ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob es noch schöne Orte in Schweden gibt, hauptsächlich Südschweden, die wir vielleicht
vielleicht sehen sollten und mitnehmen sollten auf dem Weg. Also schreibt uns gerne und ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Und schaut auch nochmal hier unten in der Videobeschreibung vorbei, da kommt ihr direkt in unseren Shop und könnt euch da ein paar coole T-Shirts oder Pullis von Hunters of the Horizon sichern. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen über die Unterstützung. In der Videobeschreibung findet ihr auch unseren Link zu unserem Instagram-Account, wo wir momentan sehr viel in Stories posten und auch so Posts, Reels, alles Mögliche rund um unsere YouTube-Videos, was ihr hinter den Kulissen noch nicht gesehen habt. Also ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne da auch auschecken, hier unten. Alles klar, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss. Ciao.